Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Dying Light 2. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen, ich weiß gar nicht, wie heißt er nochmal? Dylan? Dylan? Ich weiß nicht, wie er heißt. Wir müssen auf jeden Fall Verfolgung verkloppen, glaube ich. Fuck, du! Oh, Hermann. Ja, klar. Anscheinend müssen wir erst Hermann verkloppen. Ich suche Sophie! Verdammt, hier geht's nicht um dich, Herman. Aus dem Weg! Ah, klasse. Du beschissener Grizzlybär. Na komm, komm! So, erstmal ein Molotow-Kollege. Glaube ich nicht raus. Noch ein Kollege hier. Yeah. Herman gibt's auf. Lass mich mit Sophie reden. Noch ein Kollege hier. Herman ist sauer. Scheiße. Alter! Alter! Ich hau mich gleich tot, Mann. Leute. Hoffentlich kann ich mich noch heilen, bevor er mich haut. Boah, fuck. Hermann haut gut zu. Oh, er hat mich getroffen, scheiße. Hermann, stirb. Oh, fuck. Er hat mich getötet. Scheiße. Ja, Hermann ist stark. Nein. Wiederbeleben. Respawn. So, wo sind wir jetzt? Jetzt geht's weiter. Hermann wieder verkloppen. Respawn. Na, und jetzt? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo Hermann ist. Kommt er jetzt? Wahrscheinlich ja. Fuck! Immer da, wo du mich brauchst, ha? Huh? Ja, Leute, ich weiß jetzt nicht, was mit Hermann passiert ist. Ob er jetzt tot ist oder... Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, herzlichen Glückwunsch. Scheiße, wie komme ich jetzt da hoch? So auf jeden Fall nicht. Ah, okay, ich sehe schon. Ich gehe hier hoch. Okay, raus sind wir schon mal. Barney, Junge. Wo bist du hergekommen? Mein sechster Sinn, Junge. Ich wusste, du kommst in Schwierigkeiten. Barney wollte dich töten. Das heißt, er verschweigt was. Etwas über Lukas oder Schlimmeres. Was meinst du? Erst der Mord am Commander und jetzt die Übernahme des Wasserturms. Das ist kein Zufall, Aiden. Barney versucht schon lange aus dem Schatten seiner Schwester herauszutreten und Villador selbst von den Peacekeepern zu befreien. Ich versuche ihn zu finden. Sei vorsichtig. Ich werde Aitor warnen. Wir bleiben in Verbindung.
Ja, seltsam. Gut, wir spielen jetzt einfach mal weiter. Barney? Komm raus! Komm schon, Mann! Ich find... Gut, wir stellen mal schnell ein paar Molotow-Cocktails her. Maximalanzahl 3. Finde dich! Schon drin? Ja, hier waren wir schon drin. Safe ist immer noch leer. Holen Sie Barney. Komm hier rein? Oh, wir kommen jetzt hier rein. Eben, wenn du nicht darum bittest, schieße ich dir in den Kopf. Und wenn nicht, dann stirbst du ganz langsam, bis du alles zugibst. Also... Du bist der, der sterben wird, Barney. Du solltest ihn aufhalten, nicht töten. Gib mir die Waffe. Gib sie mir, Bruder. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. So dankt er mir also meine Hilfe? Verrätern danken wir mit dem Tod. Du hast verschwiegen, dass du für Aether arbeitest. Ich arbeite nicht für Aether, ich arbeite für mich selbst. Keiner kann hier neutral bleiben, Aiden. Wir kämpfen ums Überleben. Ohne Wasser stirbt der ganze Bazar in weniger als einem Monat. Und die Peacekeeper, die helfen uns nicht. Genauso wie damals, als meine Mutter starb. Sie saßen nur rum und schauten uns beim Sterben zu. Wie sich herausstellt, bist du einer von denen. Wir sind ja völlig egal. Sag mir, warum sollte ich dich nicht töten? Sophie, schieß! Worauf wartest du? Wir können uns gegenseitig helfen. Wir können es versuchen, aber... Weil wir uns gegenseitig helfen können. Wer hat Lucas getötet? Er glaubt, wir haben ihn getötet. Sophie, rede mit mir. Warst du es? Nein. Sophie, verdammt! Was kümmert dich dieser Mörder? Was hat Aether dir versprochen? Was kannst du mir über Lucas erzählen? Ich muss den Killer finden, um zum Stadtzentrum zu gelangen. Entschuldigung. Aether versprach mir Zugang zum Stadtzentrum. Deshalb helfe ich ihm. Und du glaubst ihm? Einfach so? Wenigstens hat er nicht versucht, mich zu töten. Er war ja auch nicht derjenige, den du verraten hast. Aber ich kann dir auch helfen. Hilf uns mit dem Wasser und ich bring dich persönlich zum Zentralring. Zunächst mal, ich habe euch nicht verraten. Ich helfe bei der Aufklärung eines Mordes, das ist was anderes. Was dein Angebot angeht, wird der einzige Weg von den PKs kontrolliert? Es gibt noch einen anderen Weg. Glaubst du wirklich, dass ich dir nochmal vertrauen werde? Wir brauchen uns gegenseitig. Du hast uns nicht gesagt, dass du mit den PKs zusammenarbeitest, also haben wir Vermutungen aufgestellt. Es wird immer gefährlicher und wir müssen alle vorsichtig sein. Du hast versucht, mich zu töten, Sophie. Ich schwöre beim Andenken an Birdie, Susie, Logan, Ralph und Herman. Ich schwöre, wenn du uns hilfst, bringen wir dich ins Zentrum. Hilfst du uns? Ich helfe euch, keine Chance. Ja, ich glaube, ich helfe. Okay, was ist der Plan? Jack und Joe sind geflohen. Wir haben die Chance, den Turm einzunehmen und oh, endlich das Wasser zu erobern. Oh, ich hab ihn nur ein bisschen verprügelt. Bevor es der verdammte Aether macht. Wir kümmern uns um die Peacekeeper und bringen dich danach sofort ins Stadtzentrum. Zuerst müssen wir aber den Wasserzugang sichern. Wie kommt man auf den Turm rauf? Es ist beinahe unmöglich ohne eine Seilwinde. Und Joes Männer haben den Zugang gesperrt. Deshalb frag... Ich soll also hochklettern? Wenn du das machst, rettest du eine ganze Menge Menschen, Aiden. Das vergessen wir dir nicht. Warum kann ich ihn damit jetzt nicht looten? So, wir müssen zum Wasserturm. Ja, was mit Hermann passiert ist gerade, weiß ich nicht. Er lebt ja anscheinend noch. Hab mich getötet, ich ihn anscheinend. Ich weiß es nicht. So, Leute. Dann gehen wir mal zum Wasserturm. Mark, ja, geh doch hier hoch, ey. So. Ja, ist noch ein Stück.
Natürlich, wir kommen ja natürlich den Berg nicht hoch. Ah, wir müssen nach oben. Komm ich hier. Das ist unbedingt auf die Dächer. Dumm. Ah, war doch nicht so dumm. Aiden, wie sieht's aus? Wie es aussieht, sind die Banditen aus dem Wasserturm geflohen. Da ist keiner. Sophie will mir einen Zugang zum Zentralring zeigen, sobald ich ihnen helfe, wieder ins Wasser zu kommen. Klingt gut. Sie ist hier aufgewachsen. Kennt ihr jede Ecke besser als die meisten Taxifahrer. Aber nimm dich vor Joe in Acht, Aiden. Der Typ ist zwar ein Clown, aber gefährlich. Der haut nicht einfach so ab. Höher als ich dachte. Komm ich da? Ah, hier rüber komme ich wahrscheinlich rein. Jo! Zombie. Ja, er haut mich auf der Laterne, oder was war das? Jetzt sind wir zu holen für mich. Ich brauche natürlich... Ja, kann man nehmen. Nehmen wir alles mit hier. Rein in die Olga. Ah, super. Jetzt muss ich das Ding auch noch knacken. Scheiße. Ja, mit der Ruhe, mit Zombies im Nacken. Und rein. Sophie? Jack und Joe sind im Turm. Sie jagen ihn in die Luft. Oh Gott. Wenn sie das machen, haben wir keine Wasserquelle mehr. Komm schon, Aiden. Der Turm ist vermint. Versuch, die Sprengladungen zu entschärfen. Okay, aber einfach. Da sind die beiden wahrscheinlich oben auf dem Turm. Da sind noch mehr Sprengladungen dran. Nö. Wir müssen anscheinend auch hoch. Ja, wahrscheinlich auf den Turm. Finden Sie und entschärfen Sie die Sprengladung. Welche Begegnung ist hier fehlgeschlagen jetzt? Okay, ich glaube, ich muss hoch. Bisschen Parkour. Nein. Oh, da war knapp. Ja, fast wäre ich drauf gegangen. Nochmal das Ganze. Sehr in die Richtung. Super. Darüber. Jetzt hier weiter. Ist da wahrscheinlich hoch. Oh. Oder auch nicht. Ja, ich glaube, kann man ganz schnell mal sehen, ob man da rein muss. Das.
wahrscheinlich weiter hoch, Leute. Ich weiß noch nicht wie. Ah, okay, wahrscheinlich innen weiter. Ja, ich muss erstmal auf die komischen Pilze umstellen. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir nur noch einen von, das ist eher schlecht. Joe, oh. Du bringst uns doch um. Wir kommen hier nicht lebend raus. Keiner wird das. Gib mir den Sprengzünder, Jack. Nein, wir wollten doch einfach nur Schutzgeld einsammeln. Nein, gib sie zurück. Sie werden kriegen, was sie verdienen. Sie werden sterben. Jack, ich glaube, wir müssen jetzt die beiden töten. Hab sie! Und das Wasser ist gesichert. Wo sind die beiden denn? Es geht noch weiter hoch. Ja, Leute, immer schön die Ecken gucken. Stofffetzen ist gut für uns, brauchen wir. Ja, falls wir uns prügeln müssen, schauen wir noch mal, ob wir... Wir können noch keinen Lumpen herstellen, wir brauchen Honig. Oh, wir sind ziemlich hoch. Also jetzt nicht runterfallen. Ja, Leute, ich muss wahrscheinlich darüber. Ich hoffe, Leute. Mut zur Lücke. Oh, fuck. Ja, gut, Leute. Das hat nicht geklappt. Anscheinend hätte ich mich schwingen müssen. Respawn mal. Sophie? Jack und Joe sind im Turm. Sie jagen ihn in die Luft. Ah, okay, fang ganz unten an. Wenn sie das machen, haben wir keine Wasserquelle mehr. Komm schon, Aiden. Der Turm ist vermint. Versuch, die Sprengladungen zu entschärfen. Okay, Leute, wir sind jetzt ein bisschen schneller unterwegs. Falls ich sterbe, kann ich die Treppen steigen. So, Leute. Ach, der ist schon fast wieder vergessen, wie es weitergeht. Sprengzünder, Jack. Nein, wir wollten noch einfach nur Schutzgeld einsammeln. Jack, gib ihn zurück. Sie werden tun, was sie verdienen. Hab sie! Und das Wasser ist gesichert. Jack, ich warne dich. So, ich hoffe, ich schaffe den Sprung diesmal und ich check oder peil, was wir machen müssen. Ich denke, wir müssen schwingen. Oder von dort, von dem Käfig, irgendwo anders raufspringen. Versuche nochmal. Okay. Oh, habe ich es doch noch geschafft. Rübergebackt. Ja, da sind die beiden. Können wir hier nicht sehen. Ich liefere euch ein Feuerwerk, das ihr nie vergessen werdet. Scheiß auf euch! Kein Wasser für niemanden! Ja.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir die beiden mal etwas bearbeiten. Dich brauchen wir nicht mehr. Dich auch nicht und dich auch nicht. Die wollen uns doch nur verarschen. Entweder die Arschlöcher vom Bazar oder die PKs. Die werden hinter uns her sein, sobald wir hier runterkommen, Kumpel. Scheiße, wir haben verloren, Mann. Wir haben verloren. Wir können nicht gehen. Schön leise. Deshalb ist jetzt die Zeit für ein Feuerwerk. Keiner kommt hier lebend raus. Jo, ich will nicht sterben, du Arschloch. Hey, wer ist da? Stopp! Oder wir jagen den verdammten Turm in die Luft. Das schwör ich. Ich glaube, wir wollen kämpfen, Leute. Mach nur. Ich weiß, dass du es nicht tust. Hör nicht auf ihn, Jack. Es ist vorbei. Jag ihn hoch. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joe, warte. Joe. Hey, ist das nicht der Pilger vom Bazar neulich? Vielleicht. Pilger oder Papst? Na und? Ach, kapierst du es nicht? Wenn er ein Pilger ist, dann kann er uns hier rausbringen. Aus der Stadt, an einen sicheren Ort. Ich trau diesem Mistkerl nicht. Du traust niemandem. Ich hab dir gesagt, versuch's auf die nette Tour mit Barney, als wir die Chance hatten. Hör doch wenigstens einmal auf mich. Nette Tour mit Barney? Wozu? Damit er endlich aus dem Bazar abhaut. Nach dem, was wir von dem Peacekeeper erfahren haben. Wir haben den Pisser gewarnt, ihm eine Chance gegeben, abzuhauen. Aber er hat sich für cleverer gehalten. Barney gewarnt? Wovor? Naja, unter anderem vor Lukas, der ihn wegen Waffenhandel reinkriegen wollte. Er hatte schon seit Wochen eine Falle für ihn ausgelegt. Und anstatt die Höflichkeit zu besitzen, sich zu verziehen, hat er versucht, schön Wetter zu machen. Du meinst, Barney wusste, dass Lukas hinter ihm her war? Der Idiot wollte einen Krieg in Old Villador vom Zaun brechen. Wenn du mich fragst, Krieg ist das Letzte, was wir brauchen. Geld, Kristalle, das ist eine andere Geschichte. Deshalb wollte ich diesem tollwütigen Hund und seiner Schwester ein Ende setzen. Also, Pilger, hilfst du uns aus der Stadt oder was? Komm runter, Joe. Ich werde mich verdammt nochmal nicht beruhigen. Bring uns raus aus der Stadt, Pilger, zur nächsten sicheren Siedlung. Und keiner wird hier sterben. Niemals. Ich verhandle nicht mit Erpressern und Mördern. Oh Mann, guckt euch den Heiligen an. Der Pilger will für uns predigen. Oh, du verdammter Narr. Tu es, Jack. Los. Mach's gut, Bazar. Was? Was ist? Funktioniert euer Spielzeug nicht? Du warst das? Das wirst du büßen. Aha, ihr beiden Idioten. Durch jetzt zwei starke Gegner hier. Bam. Das Wasser gehört uns. Ja. Er kriegt direkt nochmal einen Small Card. Du auch direkt, Kollege. Noch ein. Noch ein. Lebendig kriegst du uns nicht. Du wirst sterben, Pilger! Ihr werdet sterben. Lebendig kriegst du uns nicht. Das erste, was weg ist hier. Du wirst sterben! Oh, das war schlecht. Willst du Wasser? Muss aufpassen, dass die mich nicht treffen. Nein. Shit, Leute. Ja, das war doof von mir gemacht. Ja, machen es nochmal, Jungs und Mädels.
Hab wieder doof gemacht von mir, ich muss mich heilen. Dringend. Blocken, besser blocken. Ich muss besser blocken. Sind schon nicht übel die Beine. Du wirst sterben, Pilger! Sind schon nicht übel die Beine. Wirklich nicht übel. Lebendig kriegst du uns nicht. Oh shit, Leute. Schon nicht übel, sich zu heilen. Willst du was? Die beiden lassen doch einfach nicht zu. Du wirst sterben, Pilger! Lebendig kriegst du uns nicht. Willst du? Oh, ich bin fast am Ende, Jungs und Mädels. Oh, der erste ist weg. Bleib Glück. Nein. Ist echt fast unmöglich, sich zu heilen. Nicht viel Zeit. Ich habe nicht viel Zeit. Die beiden. Willst du Wasser? Wir saufen dich darin! Ja, komm. Blocken. Lebendig kriegst du. Ach, das ist einfach fast nicht machbar. Aber wir werden es nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen soll. Puh. Nicht einfach, muss ich sagen. Machen. Die Beine sind schon sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ich kann mich nicht heilen. Übel. Wirklich übel, muss ich sagen. Du Wasser? Warum funktioniert das denn nicht? Gar nicht so einfach, muss ich wirklich ehrlich. Aber wird schon nicht einfach, die Beine zu schlagen. Die schlagen auch sehr festig, kräftig zu. Komm, gib mir den. Puh. Ja, ich hoffe, ich schaffe das noch irgendwie.
Willst du Wasser? Ja, ja, sehr gut von mir gemacht, ich Idiot. Ich hab nicht aufgepasst. Schaffe ich nicht, aber heftig wieder eine zuschlägt mit seinem Messer hier. Komm, heil dich, 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 heil dich. Das ist schon echt übel. Hallo, ich. Das ist so krass. Die sind einfach so stark, die beiden. Also mit den Waffen wird das nix. Aber doch keine Waffen mehr. Der erste Bruder ist weg. Leute.
zweite Bruder sei auch weg. Jawohl, wir haben es geschafft, Leute. Oh, ich muss sagen, harter Kampf. Wirklich harter Kampf, ey. Schon krass, die beiden. Ich weiß gar nicht, wie viele Waffen ich jetzt platt gemacht habe. Auf jeden Fall nicht ohne. Oh, ich schwitze gerade auch ein bisschen. Ja, die beiden waren schon wirklich nicht ohne. Ja. Waffentechnisch. Ich glaube, zwei Waffen sind draufgegangen für uns. So. Also was jetzt, Aiden, du Genie? Wer soll das Wasser kontrollieren? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auswählen, zu wem wir gehören. Wenn sie ein Gebäude den Peacekeepern oder den Überlebenden zuweisen, beginnt diese die umgebende Zone zu kontrollieren. Also ich mag die Peacekeeper irgendwie nicht, muss ich mal so sagen. Ich glaube, ich entscheide mich für die Überlebenden. Mir wurde gesagt, dass du derjenige bist, dem wegen des Wassers zu danken. So. Harkon. Aiden, wo verdammt nochmal bist du? Barney wusste, dass Lucas ihn gefangen nehmen wollte. Jack und Joe haben ihn gewarnt. Er hätte die Falle umgehen können und dennoch ist er hineingegangen. Dabei wurde Lucas getötet. Vielleicht sollten wir Barneys Versteck im Hotel Tango überprüfen. Ich sorge dafür, dass der Ort sicher ist. Jo, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Also für mich war es ein bisschen stressig. Ich fand die beiden echt extrem stark. Und ich bin mal gespannt, was noch so kommt. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao.